Und weiter geht's mit den Nachrichten aus den Schweriner Höfen. Sturmopfer. 2.400 Euro Geldstrafe muss der Verursacher eines tödlichen Rettungswagenunfalls zahlen. Diese Entscheidung hat das Amtsgericht Parchim gefällt. Der 27-jährige Fahrer war am 6. Dezember 2013 in der Nähe von Plau von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. An diesem Abend fegte durch Mecklenburg-Vorpommern der Windsturm Xaver. Die 82-jährige Patientin starb bei dem Unfall, der Notarzt und ein Rettungssanitäter erlitten schwere Verletzungen. Busbrandstiftung. Eine weitere Meldung aus dem Gerichtssaal. Beide Busbrandstifter von Parchim haben ihren Prozess beim Bundesgerichtshof verloren. Die entsprechenden Revisionsanträge wurden abgelehnt. Bei insgesamt 6 Brandanschlägen in den Jahren 2011 und 2012 haben die Täter 24 Busse zerstört. Bei einem der Angeklagten jedoch hat der Bundesgerichtshof den Fall auf eine andere Kammer des Landgerichts Schwerin verwiesen. Seine Haftstrafe kann noch vermindert werden. Neuer Krimi. Engel quält man nicht, heißt das neue Buch von der Schweriner Autorin Diana Salo. Der Hauptkommissar Thomas Berger ermittelt dabei in einem spannenden Mordfall in der Landeshauptstadt. Die Tat ereignet sich während der beliebten Langen Nacht der Museen. Und Kommissar Berger vermisst derzeit seine Dienstwaffe. Der Krimi ist bei der Touristinformation am Markt erhältlich. Was noch so los war in der Landeshauptstadt, sehen Sie jetzt. 2014 ist ein Erfolgsjahr für Mecklenburg-Vorpommern. So lautet in Kürze das Fazit von Wirtschaftsminister Harry Glawe. Am Dienstag berichtete er in der Landespressekonferenz über die Wirtschaftsergebnisse des laufenden Jahres. Wesentliche Wachstumsimpulse kamen vor allem aus der Industrie und dem Baugewerbe. Um 2,3% stieg das Bruttoinlandsprodukt. Die Hotellerie ist stolz auf 28 Millionen Übernachtungen. Ebenfalls auf der Habenseite 3 große Unternehmensansiedlungen mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 241,2 Millionen Euro. Durch Ansiedlungen wurden knapp 500 neue Arbeitsplätze geschaffen. Allerdings ist die Wirtschaftsentwicklung im Lande regional unterschiedlich, betonte Harry Glawe. Wir haben ja verschiedene Ansätze. Wir wollen den Maschinenbau stärken, wir wollen die Ernährungswirtschaft stärken. Und das sind natürlich Dinge, die wir im Bereich der Küste einmal für den Maschinenbau eher entwickeln können. Und für die Ernährungswirtschaft gibt es ja sozusagen die süßen Kreise, das ist Nordwestmecklenburg und Parchim-Ludwigslust. Ich denke, da ist es eher möglich. Und im vorpommerschen Bereich muss man sich in besonderer Weise auf Gesundheitswirtschaft konzentrieren, aber eben auch das eine oder andere im Bereich der Offshore-Energiegewinnung und Produktion. In der neuen EU-Förderperiode stehen den hiesigen Unternehmen rund 311 Millionen Euro zur Verfügung. Weitere 168 Millionen werden für die wirtschaftliche Forschung und Entwicklung eingesetzt. Es ist ein großartiges Geschenk zum 10-jährigen Jubiläum. Am Mittwoch reisten die Mitglieder des Vereins Die Platte lebt nach Berlin, um dort im Willy-Brandt-Haus den Regine-Hildebrand-Preis entgegenzunehmen. Am Donnerstag wurde darüber bei einer feierlichen Vereinssitzung im Eiskristall berichtet. Der Verein Die Platte lebt ist seit 2004 ein bedeutender Stabilitätsanker und bringt Leben in das größte Plattenbaugebiet Schwerins. In der Hauptstadt Mecklenburg-Vorpommerns hat das Engagement des Vereins großen Anteil am friedlichen Miteinander aller Bevölkerungsgruppen in den Stadtteilen Neuzippendorf, Großer Dresch und Müserholz, hieß es in der Laudatio. Gestern als bei der Festveranstaltung, als wir dann darüber gesprochen haben, dass ja auch Asylbewerber und Flüchtlinge bei uns im Stadtteil sind und dass wir dort viele Ehrenamtliche haben, die mithelfen, nicht nur unser Verein, und dass es uns ja gelungen ist, bisher alles auch friedlich zu halten. Da gab es spontan auch Applaus, weil es natürlich nicht überall so ist. Und wir haben mehr Migranten als anderswo und trotzdem gelingt es uns, die Menschen zusammenzubringen. Wie gesagt, nichts ist perfekt, aber ich glaube, da haben wir einen guten Anteil dran. Der Verein wurde bereits mit dem Annette-Köpinger-Preis der Landeshauptstadt Schwerin ausgezeichnet. Nun folgte eine Würdigung auf Bundesebene. Erst im Sommer fusionierten die Wohnungsbaugenossenschaften Güstrow und Parchim. Am Donnerstag konnten sie das Überspringen der 10.000-Mieter-Marke feiern.
Lieselotte und Fred Köpke werden im Februar in eine der 6 neu gebauten altersgerechten Wohnungen in der Bergstraße einziehen. Mit allem Komfort wie Fußbodenheizung, ebenerdige Duschen, Fahrstuhl und moderner B- und Entlüftungsanlage. Die 1956 gegründeten Wohnungsbaugenossenschaften stellen sich nach der Fusion unter dem Motto »Ein Zuhause für alle Generationen« den Herausforderungen aktueller demografischer Entwicklungen. Die weiteren Ziele sind, den Leerstand künftig zu senken, und die nächsten Ziele sind, auf unsere gesamten Mitgliedschaft drauf einzugehen, das heißt für alle Generationen, das heißt ja auch ein Zuhause für alle Generationen, das heißt für Familien was zu tun, für ältere Mitglieder was zu tun, und dementsprechend ja der Neubau in der Bergstraße 42 ist der erste Schritt, obwohl da noch sehr viel Nachholbedarf ist. Und für Jungfamilien haben wir ja die Babyprämie. Das heißt, wenn neue Mitglieder oder Mitglieder neue kleine Mitglieder bekommen, dass sie einen Bonus davon uns bekommen. Insgesamt vermietet die AWG Güstrop Parchim mehr als 3.800 Wohnungen. Im Januar soll der erste gemeinsame Wirtschaftsplan der neuen Genossenschaft beschlossen werden. Dann sind wichtige Entscheidungen bezüglich des Wohnungsbestandes zu erwarten. Und jetzt die weiteren Nachrichten im Überblick, natürlich immer noch aus den Schweriner Höfen. Freihandelsabkommen. Die Schweriner Stadtvertretung äußerte ihre Bedenken bezüglich des internationalen Freihandelsabkommens. Laut einer Resolution könne die kommunale Daseinsvorsorge dadurch beeinträchtigt werden. Die Schweriner Stadtvertretung fordert die Europaabgeordneten, die Abgeordneten des Bundestages und des Landtages auf, dem Abkommen nicht zuzustimmen. Es wird befürchtet, dass die europäischen Sozial- und Sicherheitsstandards auf kommunaler Ebene dabei nicht eingehalten werden können. Bioabfall. Bei der ersten Schweriner Bioabfallverwertungsanlage wurde die erste Kilowattstunde Strom erzeugt. Nach einem erfolgreichen Testlauf im Oktober wurde die Anlage nun mit Bioabfall hochgefahren. Mit der Inbetriebnahme des dazugehörigen Blockheizkraftwerks erreichte der Betreiber SAS ein wichtiges Etappenziel. Künftig soll die Anlage bis zu 2,6 Millionen Kilowattstunden an sauberen Strom erzeugen. Das reicht, um 1000 Privathaushalte ein Jahr lang zu versorgen. Jubiläum. Am Freitag feierte der Schweriner Club Einblick sein 25-jähriges Bestehen. Die Einrichtung bildet seit der Wende den Mittelpunkt der lesbisch-schwulen Szene in der Landeshauptstadt. Noch 1989 fingen die Initiatoren mit den regelmäßigen Treffen an, später entstand daraus eine namhafte Einrichtung. Zu der Festgala im Dämmlersaal des Rathauses trafen sich nicht nur die zahlreichen Mitglieder und Unterstützer, sondern auch Gäste aus der Politik und der Stadtverwaltung.